So, moin moin Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und auch herzlich willkommen zu diesem Video. Heute in dem Video möchte ich euch gerne ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie ihr schnell in Black Ops Cold War leveln könnt. Ich bin jetzt ungefähr Prestige 1, Level 14, habe jetzt die ganze Wochenende gesuchtet, beziehungsweise bin immer noch am Suchten. Ich habe jetzt ungefähr in einem Tag, habe ich ein Prestige geschafft, so einen Tag, eineinhalb ungefähr, ich bin jetzt Prestige 1, Level 14 und mit den Tipps, die ich euch zeige, könnt ihr eigentlich ganz gut eure, sag ich mal, euer Level leveln. Ist halt schwer in dem COD, ich weiß, ist bisschen, dauert ein bisschen länger als zum Beispiel in Modern Warfare oder in den anderen Black Ops Teilen. Das Waffenleveln ist auch schwer, wenn man jetzt auf anderen Konsolen spielt. PlayStation hatte ja ein paar Exclusive Sachen und ich möchte es gerne im Video erklären, wie ihr schnell levelt, und ich labere auch nicht so viel rum und wir springen auch direkt ins Video rein. So, das erste, mit was wir anfangen, ist ganz einfach: ihr müsst Kills machen. Es bringt euch nichts, wenn ihr irgendwo schimmelt, es bringt euch nichts, wenn ihr irgendwelche Sniper, Schrotflinten oder so spielt, wenn ihr damit nicht gut seid. Oder sei es auch andere Faxen mit, was weiß ich, mit einem Cube oder Kampfmesser. Ihr müsst einfach Kills machen, das hört sich blöd an. Spielt eure beste Waffe, mit der ihr spielen sollt, sei es die Sturmgewehr oder sei es ein MP, eure Lieblingswaffe halt. Und spielt damit, macht Kills. Es ist jetzt auch ein komisches Punkteseriensystem da. Das heißt, desto mehr Kills ihr macht, also sei es jetzt eine 5er Streak oder sei es eine 10er Streak, desto schneller steigt ihr im Level auf, desto mehr Punkte bekommt ihr. Das heißt, ihr macht einen Kill, bekommt 50 Punkte, ihr macht zwei Kills, bekommt 100 Punkte, drei Kills 150. Das verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht sich immer. So viel Kills ihr auch macht, so viel wird auch die 50er Punktezahl verdoppelt bzw. erweitert und ihr bekommt dadurch mehr XP. So, jetzt kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 2 und der ist eigentlich auch ganz simpel. Spielt die Modis, wo es am meisten Punkte gibt, oder spielt die Modis, wo ihr am meisten klarkommt. Ich würde euch eher Stellung, Herrschaft und Abschuss bestätigt empfehlen, weil da die meisten Punkte erlangt werden können. Sei es in der Stellung chillen bzw. die Stellung einnehmen oder die Herrschaftsflaggen einnehmen, um halt die Punkte zu bekommen, oder in der Herrschaftsflagge zu stehen, um, sag ich mal, Capture Kills zu machen oder bei Abschuss beschädigt die Marken einzusammeln von den Gegnern oder halt eure Marken von dem Team einzusammeln, bekommt ihr auch Punkte. Das heißt, ihr steigt dadurch auch im Level schneller auf. Hier sind wir auch bei Tipp Nummer 3 angelangt, und zwar die Punkteserien. Nehmt euch niedrige Punkteserien mit, nehmt euch Punkteserien mit, wodurch ihr auch Punkte bekommt. Sei es die Spionageflugzeug oder die Spionageabwehrflugzeug oder die Panzerung. Die Panzerung ist nur für den Schutz für euch selber, dass ihr, sage ich mal, drei Streaks mit haben könnt. Ihr könnt auch die Panzerung weglassen und nur mit den Drohnen spielen. Wenn ihr mit den Drohnen spielt, bekommt ihr Punkte dadurch, dass eure Teammates Kills machen. Sei es die Aufklärung durch die Spionageflugzeuge, da werden die Gegner gepinkt, da können die Teammates die Gegner killen. Ihr bekommt dadurch Punkte, da auch 10 Punkte oder so, 10, 15 Punkte. Beim Spionageabwehrflugzeug ist genau dasselbe. Ihr bekommt auch Punkte, wenn die Drohne oben ist und eure Teammates dadurch Kills machen. Sind wenige Punkte, aber die Punkte zählen zu eurem Level, und probiert es doch gern aus, dann werdet ihr sehen, dass ihr dadurch auch schneller levelt. Es bringt euch natürlich nichts, wenn ihr jetzt zum Beispiel das Kampfflugzeug, den Chopper Gunner oder die VTOL-Eskorte mitnimmt und ihr die nie erreicht und eure Punkte nie dafür bekommt. Deswegen nehmt euch kleine Streaks mit, damit ihr auch Punkte bekommt. Ihr könnt auch die Fernlenkladung oder so spielen, damit ihr wenigstens einen Abschuss bekommt und eine, sage ich mal, 50 Punkte durch den Kill mit der Fernlenkladung ist auch schon etwas. So, jetzt kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4, und das sind die Feldausrüstung. In dem COD gibt es ja keine Spezialisten mehr, wie in Black Ops 4 und 3. Jetzt gibt es hier Feldausrüstung wie in Modern Warfare. Und zwar haben wir Annäherungsmine, das Richtmikrofon, Trophy-System, Sturmpaket, Bodenluftgeschütz, Störer und Gasmine. Ich würde euch empfehlen, immer was mitzunehmen bzw. das auch zu benutzen. Sei es das Richtmikrofon, dass die Gegner angepinkt werden, oder das Trophy-System, dass ihr in die Stellung oder in die Flagge von Herrschaft reinwerft, falls sie da mit Granaten oder mit Tubes irgendwas reinschießen, dass sie dadurch auch Punkte kommen, wenn das Trophy-System das zerstört. Ihr könnt auch das Sturmpaket nehmen, da bekommt ihr natürlich mehr Punkte, wenn ihr es aktiviert habt bzw. die Muni dadurch genommen habt. Dann können Teammates die Munition aufheben und wird dann unten rechts, wird dann die Munitionsanzeige etwas grün leuchten. Das heißt, ihr macht dann dadurch mehr EP, wenn ihr Gegner killt. Natürlich bekommt ihr auch dann EP, wenn die Teammates die Munition aufheben. Schaut, was euch am besten gefällt, sei es Bodenluftgeschütz, das Trophy-System oder das Richtmikrofon. Ihr könnt da selber frei entscheiden und benutzt natürlich auch die Feldausrüstung und lasst sie nicht so rechts am Rand liegen. Tipp Nummer 5 ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Tipp, den ihr befolgen müsst, um schnell zu leveln, sage ich mal. Und zwar sind das die Herausforderungen.
in Black Ops, wie es wie üblich immer Herausforderungen gibt. Da gehen wir einmal in Mehrspieler rein. Hier seht ihr Karriere oder Kampf gestählt. Dunkle Operationen sind versteckte Herausforderungen, die etwas mehr EP geben. Hier seht ihr, habe ich schon brutaler Killer frei, habe ich eine 25er Streak geschafft. Aber ihr könnt auch auf die anderen Herausforderungen gehen. Hier zum Beispiel ein leichtes Trainingslager. Hier müsst ihr immer verschiedene Herausforderungen machen. Und ihr seht schon unten rechts, da bekommt ihr zum Beispiel für eine Herausforderung 500 EP. Und wenn ihr die fertig habt, bekommt ihr hier zum Beispiel 5000 EP. Bei den anderen gibt es hier zum Beispiel, wenn ihr die fertig habt, 10.000 EP oder 1.000 bis 2.500. Das variiert sich immer nach Herausforderungen. Macht gerne Herausforderungen, schaut gerne nach, was ihr packen könnt bzw. was ihr schafft. Welche Herausforderungen euch liegen. Zum Beispiel erreiche 250 Abschüsse in Hardcore. Ist nichts für mich, deswegen mache ich die Herausforderungen nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel die Meisterkiller-Visitenkarte freigeschaltet. Habe ich verschiedene Herausforderungen gemacht, habe die Visitenkarte bekommen und 10.000 EP. Ist natürlich auch sehr, sehr viel EP, die ihr bekommt durch die Herausforderung. Macht die Herausforderung, dadurch steigt ihr auch schnell im Level auf. Tipp Nummer 6 ist ein Tipp von mir. Und zwar ist das, ihr müsst verschiedene Waffen spielen. Ihr seht zum Beispiel, habe ich jetzt hier verschiedene Waffen drin. Ich habe jetzt eine Waffe nur auf Maximal und zwar ist das die MP5. Aber ich spiele auch zwischendurch andere Waffen. Ihr seht zum Beispiel die M16 ist 43, die AKU Level 7, 26, 28, 16, 15. Und natürlich geht es dann immer so weiter. Dann müsst ihr schauen, welche Waffen ihr spielt. Spielt nicht immer dieselben, wenn ihr die Waffen voll habt und dadurch nicht mehr leveln könnt. Ihr bekommt pro Aufsatz immer EP, wenn ihr einen freigeschaltet habt. Sei es ein Rotpunktvisier, ein Schalldämpfer oder ein Lauf. Ihr bekommt immer EP dafür, wenn ihr einen Aufsatz freigeschaltet habt. Probiert immer eine andere Waffe aus. Ihr könnt auch Pistolen probieren oder Schrotflinten als zweite Waffe. Da bekommt ihr auch EP, wenn ihr Aufsätze freischaltet. Deswegen spielt nicht immer dieselben Sachen. Versucht euch zu variieren, andere Sachen zu spielen. Und da bekommt ihr auch viel EP dazu. Und Nummer 7 ist ein Tipp. Auch den könnt ihr befolgen, müsst ihr nicht befolgen. Und zwar ist das, versucht irgendwo da EP-Code zu bekommen. Ich habe gehört, Rockstar Energy versucht irgendwie Double EP-Code. Oder auf Twitter-Seiten oder auf Facebook verschenken. Oder es gibt Leute, die das bei eBay verkaufen. Versucht da irgendwas zu finden. Ich glaube, PlayStation hat immer einmal im Monat so ein Exklusivrecht. Die haben einmal im Monat ein WXP-Event und 25% Waffen-EP. Da müsst ihr gucken, ob das sagen, die PlayStation-Spieler würden dann durch schneller leveln. Aber versucht mal, da den EP-Code irgendwo zu bekommen. Müsst ihr mal schauen bei eBay oder auf Finanzseiten oder auf Facebook, Twitter, irgendwelche Beiträge. Vielleicht verschenkt da jemand was. Versucht, da den EP-Code zu erlangen. So Leute, das soll es jetzt mit dem Video gewesen sein. Kurzes, knackiges Video wie immer auf meinem Kanal. Ich hoffe, die Tipps helfen euch. Falls die Tipps euch geholfen haben, schreibt es auch gerne in die Kommentare rein, damit ich Bescheid weiß. Ich habe das Video mal für euch gemacht, weil ich habe jetzt schnell gelevelt. Ich bin einer der höchsten in meiner Freundesliste. Platz 300, glaube ich, weltweit. Ich habe viel gesuchtet, viel gespielt. Ich werde gleich auch weitersuchten nach dem Video. Ihr seht schon das vierte Black Ops Cold War Video in 4 Tagen. Ich habe jetzt versucht, jeden Tag ein Video rauszuhauen. Ich suchte ein bisschen, versuche ein Video zu machen. Falls einmal ein Video am Tag nicht kommt, seid nicht böse. Ich versuche dann wieder meinen regulären Lauf, zum Beispiel 2 Videos in der Woche, jetzt hochzuladen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es so sein sollte, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um nichts weiter über Cold War, Modern Warfare oder Warzone zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein und noch viel Spaß beim Zocken.